Heute male ich auf die erste Seite im Skizzenbuch. Für einige ist die erste Seite beängstigend. Für mich ist das mittlerweile ein tolles Gefühl, weil ich gespannt drauf bin, wohin die Reise mit diesem Skizzenbuch geht. Hier ein kleiner Tipp: Malt zum Beispiel eure Farben auf die erste Seite. Farbswatches und Mischungen können nie schlecht aussehen, sieht immer gut aus. Oder lasst die erste Seite erstmal frei, wenn es euch hilft. Wie immer mache ich erstmal eine Bleistiftskizze und koloriere diese dann mit Gouache. Hierbei male ich in vielen dünnen Schichten und baue so die Farbe auf dem Papier auf. Hierbei wird das Motiv von Schicht zu Schicht plastischer und lebendiger. Ein paar wenige Details dürfen natürlich auch nicht fehlen, genauso wie zum Beispiel ein paar trockene Striche. Und dem Ganzen habe ich zum Schluss noch einen pinken Hintergrund verpasst. Ich finde es sehr nice und ich werde das auf jeden Fall nochmal in größer malen. Skizzenbücher eignen sich nämlich nicht nur gut zum Üben, sondern auch dafür, Ideen festzuhalten und neue Dinge auszuprobieren.